Kriminelle Avalanche hat heute mit einem weiteren Anschlag gedroht. Aufgrund der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz von Marco Reaktor 5 kommt es momentan zu erheblichen Fahrplanstörungen. Den Bahnhof von Sektor 4 erreichen wir deshalb mit einiger Verspätung. Unser Ziel ist Reaktor 5. Vom Bahnhof aus schleichen wir uns durchs Wohngebiet. Dann dringen wir in das Gebäude ein und gehen vor wie beim letzten Mal. Wir suchen den Reaktorkern. Genau. Und jagen den Laden in die Luft. Jesse und Wedge fehlen zwar, aber wir packen das schon. Okay. Klar. Leergefegt. Unsere Warnow hat ihre Runden wohl etwas zu früh gemacht. Als Gruppe fallen wir auf. Ihr bleibt hier. Sorgen um ihn. Wieso das? Barrett ist vor solchen Einsätzen immer ziemlich angespannt und geht den anderen Fahrgästen vermutlich ordentlich auf den Geist. Lass ihn einfach. Ach bitte, Cloud. Tu mir den Gefallen, ja? Bin gleich wieder zurück. Danke. Sagen Sie, ist das zum Selbstschutz gedacht? Sollte man alle festnehmen, die von Avalanche? Seit der Ankündigung herrscht in allen Abteilungen Chaos. Die Leute haben Riesenangst. Aber ich... Nein, wir werden weiterkämpfen. Die Reaktoren stehen niemals still. So, so. Was ist? Sehen Sie das anders? Ob ich das anders sehe? Worauf du ein... Tun wir nicht. Feige Sau. Willst du, dass wir auffliegen? Ich wüsste nicht, was wir zu bereden hätten. In den Büros in Sektor 4 ist das Chaos besonders groß. Lassen Sie mich bitte allein. Lebensstandard in Midgard zu bewahren, werden täglich Unmengen an Makroenergie verbraucht. Bleib bei Tifa. Ich komme hier alleine klar. Außerplanmäßiger ID-Scan. Wieso das? Außerplanmäßiger ID-Scan. Unbestätigte IDs entdeckt. Alarmzustand ausgelöst. Zu Ihrer eigenen Sicherheit beginnen wir nun mit einer Personenkontrolle im ganzen Zug. Nein! Lass los! Mir nach! Ah!
Hilf den Leuten hier, Cloud! Verstanden. Nicht. Sind wir nicht? Wir möchten sie alle beschützen. Bitte. Ich sehe nach den anderen. Wir schaffen das. Das nimmt kein Ende. Das scheint wirklich kein Ende. Bleibt nur eins. Hm? Am Bahnhof werden wir erwartet. Wir springen. Bei voller Fahrt? Wir ziehen die Notbremse. Auf den Fixplan E. Übrigens, dass du gerade mit mir gekommen bist. Kein Problem. Du hast ja keine schwere Last. Last? Ich bin doch kein Sack Kartoffeln.
einfach mal so von der Schippe zu springen. Sir! Wirklich lästiges Ungeziefer. Und der Dritte ist auch noch am Leben. Ist umstellt! Gewährt den Dreien ein Wiedersehen. Sir! Zu Befehl! Wir vom Bahnhof sofort zum Reaktor gehen. Zum Bahnhof haben wir es leider nicht geschafft. Ist aber egal. Für diesen Fall gibt's Ausweichpläne. Und zwar je nach Entfernung vom Reaktor Plan B, C, D und so weiter. Bis wohin geht's? Bis E. Ganz schön knapp. Genial, was? Wir waren in Linie 4. Die verbindet den Hauptpfeiler und Sektor 4 miteinander. Wir sind jetzt hier. Und neben uns die Gleise zu Reaktor 5. Wir folgen also erstmal den Gleisen in Richtung Reaktor. Allerdings gehen wir nicht mehr bis zum Bahnhof. Wir biegen unterwegs ab. Nach dem Zwischenfall im Zug gerade, würden wir sonst sicher einer kleinen Armee in die Arme laufen. Hier lang. Unsere Leute in Sektor 5 haben die Route markiert. Macht euch keine Sorgen. Das wird schon. Ganz sicher! Also schnürt die Schuhe und spurtet brav los! Ja, wir steuern dem Höhepunkt entgegen. Die Phase tritt etwas früher ein, als wir geplant hatten. Sehr wohl. Es wird alles so laufen, wie von Ihnen gewünscht. Ja. Seien Sie ganz unbesorgt. Genau.
Sir! Die Analytik kommt mit der Untersuchung gut voran. Aber die Verluste sind zu groß. Wir müssen... Hab ich euch etwa dafür anstellen lassen? Damit ihr mir euer Leid und eure Sorgen klagt? Sir. Verluste, sagst du? Die interessieren mich nicht. Gardisten gibt's schließlich im Überfluss. Wenn dir die Männer ausgehen, dann hol einfach Nachschub aus Sektor 3 hinzu. Muss man euch denn hier jeden Gedankenschritt einzeln vorkauen? Nein. Je dümmer das Volk, desto schwerer hat's der Ton. In dieser Hinsicht hat der Direktor es eindeutig besser. Schließlich kann er sich auf mich verlassen. Der Kläffer von Shinra weist uns den Weg. Achte auf die Zeichen an den Wänden. Kläffer? Er meint Stan. Die Schnauze des Köters zeigt in Richtung von Reaktor 5. Und achtet auf die Signale. Nur Streckenabschnitte mit blauem Licht sind sicher. Ja. Schlecht. Da staunst du, was? Den richtigen Riecher. Wie
Die Schnauze von Stan zeigt in die Richtung, in die wir müssen. Wir folgen einfach den Zeichen. Welt ist beneidenswert simpel. Gefällt sie dir? Du bist der widerlicher Schweinpanz! Mein Einsatz. Nicht mit dir! Und tschüss! Genug! Hast du was von mir gelernt? Nicht wirklich. Ich bin bereit. Das wird so nichts. Schluss mit dem Kampf. Keine kommt. Nicht wirklich.
entgleist wegen so einem Ding mal einen Zug. Bekämpft die denn keiner? Muss wohl erst einen Unfall geben. Ja, ist ja immer so. Dämlichen Jobs aufgebrummt. Aber echt, die Viecher sind eh bald zurück. Doch alles keinen Sinn. Wo kommen die her? Den wird doch gefahndet! Bericht von der Analytik. Wir haben jetzt genug Kampfdaten zu Avala. Wie oft muss ich das denn noch sagen? Statusberichte interessieren mich nicht. Aber, Sir... Hast du etwa den Krieg gegen Wutai vergessen? Der Ruf der Firma kann leiden, wenn wir unsere Gegner nicht ernst nehmen. Der Feind muss ausgerottet werden, und zwar mit Stumpf und Stiel. So und nicht anders geht der Shinra-Konzern vor. Kapiert? Aber... Ach so. Der feine Herr hat diesen Job hier wohl nicht nötig. Und will, dass ich ihn mitsamt seinen Kameraden auf die Straße setze. Ja. Oh. Wir werden sofort den Testroboternabschnitt E aktivieren. An die Arbeit! Der Direktor wird meine überaus loyalen Dienste sicher zu schätzen wissen. Ja! Einfach zerstören. Du redest ja schon wie Barrett. Ich nehm's zurück. Polierter Lacker für mich. Hierher.
Weg wird schwerer bewacht, als ich gedacht habe. Scheint ein ganzes Nest hier zu sein. Werden wir wohl ausräuchern müssen. Da sind sie! Wir sind euch immer einen Schritt voraus! Dieser Abschnitt liegt still. Dachte ich auch. Kommt ihr ganz sicher nicht vorbei! Geht wieder auf! Hier?
In Deckung! Das stand nicht im Plan! Verzieh dich, Schrotthaufen! Ein älteres Modell. Unbedürftig. Er ist etwas langsamer, ja. Hat aber ausreichend Feuerkraft. Verdammt, harte Nuss! Was sollen wir tun? Zielt auf die Bike. Wir stürzen ihn. Übertreiben. Hier kommt Barrett! Cloud, er zielt auf dich! Ich lenke ihn auf mich! Greift ihn an! Ich lege auf! Jetzt erst recht! Das.
geht. Geschieht ihm recht. Weiter. Ja, hier lang. Wie bedauerlich. Bericht von der Analytik. Es kam beim Kampf zu Störfrequenzen. Und dann ist die Übertragung plötzlich abgebrochen. Was für Störfrequenzen? Gestört haben höchstens eure unfähigen Finger auf dem Schaltpult. Sir, das Analysemodul hat einwandfrei funktioniert. Es kann höchstens sein, dass unser Versuchsobjekt stärker war als angenommen. Diese Unruhestifter. Die Kameras in Abschnitt E sind ausgefallen. Der Direktor.
Ja. Ja. Kein Grund zur Besorgnis. Gewiss nicht. Die Ergebnisse werden uns sogar sehr nützen. Ja. Selbstverständlich, Herr Direktor. Wir wissen, wohin diese Ratten wollen. Wenn es nicht an eurem Unvermögen lag, dann liefert mir den Grund für diese Störfrequenzen. Denn wenn ihr das nicht schafft, schicke ich euch als Versuchsobjekte selbst an die Front. Sir. Jetzt guckt doch nicht so. Ich bin doch im Grunde genommen ganz freundlich zu Leuten, die mir nützen. Der Gang ist hinter dem Container. Zieht die Bäuche ein. Mann, ist das eng. Geht's, Barrett? Musstet ihr euch in Reaktor 1 auch mit so großen Kampfmaschinen rumschlagen? Ja, eines sah aus wie ein Skorpion. Das Ding gerade. Womit könnte man das vergleichen? Hm? Ja, gute Frage. Ist doch völlig egal. Alles läuft nach Plan. Unser Aufzug. Hier wird's leider etwas lästig. Ist es längst.